Wir sind nach 3 Tagen Messeverlauf Composite-Syrup hier in Düsseldorf außerordentlich zufrieden. Die beiden belegten Hallen 8a, 8b bieten vergleichbaren Standard zu unserem wechselnden Standort in Stuttgart. Und von daher haben wir hier schon mal einen ganz guten Standard gesetzt. Servicequalität passt. Bei den Besuchern sind wir mit der Qualität außerordentlich zufrieden. Und was wir feststellen konnten, das macht natürlich einem gestandenen Messemann besonders viel Spaß. Die Aussteller haben in die Präsentation ihrer Unternehmen und ihrer Produkte sehr viel Geld investiert. Nicht nur was die Fläche angeht, da sind wir ja deutlich gewachsen, sondern auch was die Schönheit und das Bauen der Stände angeht. Wenn wir die Aussteller betrachten, sehe ich neben Individualausstellern, die ihr Unternehmen präsentieren, vor allem 3 Cluster, die sich hier präsentiert haben. Und da bin ich schon besonders stolz, dass wir das geschafft haben, auf der Veranstaltung hier so zu realisieren. Das ist einmal der CCEV aus Augsburg mit wesentlichen Ausstellern aus dem Aerospace-Bereich. Das gleiche gilt für CFK Valley, die das allererste Mal die Composite Syrup mit ihren Ausstellern beehrt haben. Die sitzen in Stade und wir haben natürlich als nordrhein-westfälische Veranstaltung im Herzen Nordrhein-Westfalens auch das Kunststoffland NRW mit einem großen Gemeinschaftsstand hier begrüßen können. Und das freut mich sehr, dass wir diese 3 großen wichtigen Cluster für die Composites-Industrie hier in Düsseldorf vereinen konnten. Wir nehmen uns vor, in Stuttgart nochmal drastisch zu wachsen. Zweistelliges Wachstum ist die Vorgabe. Das werden wir sehr wahrscheinlich erreichen. Wenn ich jetzt mal auf den Hallenplan von 2013 spicke, wie gut der schon belegt ist, werden wir da ganz gut dabei sein. Und wir werden ja parallel zur Composite Syrup auch eine weitere Messe an den Start bringen, die Hybrid Expo, die nicht nur Composite-Materialien klassischer Herkunft, sondern auch die Kombination verschiedenster Werkstoffe adressieren wird. Mit Keramik, Gummi, verschiedenen Metallen und eben faserverstärkten Kunststoffen werden wir damit an den Start gehen. Und von daher ist meine Erwartungshaltung für Stuttgart 2013 sehr, sehr hoch.